Hallo zusammen aus Melbourne. Ja, am ersten Tag, am Montag, haben wir zwei Damen im Einsatz. Auf der Hisense Arena, dem zweitgrößten Platz hier, spielt Julia Görges gegen Sophia Kenin, eine junge Amerikanerin, die man nicht unterschätzen darf. Ja, die ein großes Talent hat. Ich glaube, das erste Mal hier im Hauptfeld steht bei einem Grand Slam-Turnier. Nichtsdestotrotz setze ich natürlich auf Jule. Ich würde sagen, ein 6-3, 6-2 wäre ein akkurates Ergebnis. Jule muss natürlich ins Turnier finden, wird sie sicherlich nicht unterschätzen. Aber wir wissen alle, Jule mit dem Turniersieg im Rücken von Auckland vor 2 Wochen macht im Training super Eindruck, total fit. Wir hatten gemeinsames Fed Cup-Essen vor 2 Tagen. Auch da das Trainerteam eine gelöste Stimmung. Michael Geserer und Flo Zitzelsberger, ihr Physiotherapeut, sind da auch dabei. Und ja, also die Vorzeichen sind gut. Jule ist topfit, die Trainingseindrücke sind super und wie gesagt, das schafft sie schon. Die zweite im Bunde, leider auch am Montag direkt um 11 Uhr Ortszeit, auf einem Außenplatz, Mona Bartel gegen Niculescu aus Rumänien, die kennen wir alle noch vom Fed Cup gut. Ja, Niculescu ist eine tricky Spielerin, wie man so schön sagt auf Englisch, also sie spielt viel Slice, sowohl Vorhand als auch Rückhand, ungewöhnliche Spielart. Mona muss Geduld zeigen, geht nicht mit dem größten Selbstvertrauen ins Match, hat leider zweimal erste Runde gegen die gleiche Gegnerin, gegen Varvara Levchenko verloren in den beiden Vorbereitungsturnieren. Nichtsdestotrotz hat Mona sicherlich gute Erinnerungen, war letztes Jahr hier durch die Quali, letzte 16 beim Grand Slam. Und ich sag mal, sie muss sich reinfighten und ich tippe auf einen knappen Dreisatzsieg für Mona. Aber es ist sicherlich ein hartes Stück Arbeit. Wie gesagt, ja, Niculescu ist eine der unangenehmsten Spielerinnen. Man bekommt wenig Rhythmus, eine undankbare Aufgabe, aber es gibt Schlimmeres. Und ich glaube, Mona schafft das. In diesem Sinne, liebe Grüße, mehr am Dienstag. Und ich hoffe, mit einer 2-0-Bilanz vom Montag. Das Wetter ist bisher mäßig, viel Regen, aber es soll dann ab Montag halten und ab Dienstag wieder richtig heiß werden. Liebe Grüße aus Melbourne. Ciao, ciao.